Herzlich willkommen zu der nächsten Aufnahme. Ich bin jetzt in der nächsten Folge von Feed the Beast. Laut der letzten von dieser Aufnahme selber. Und immer noch mit rechten Mausen auf dem Bahnhof. Hier halt auch an der Map hier umlaufend. Bin gar nicht da. So, wir waren ja der letzten Mal jetzt noch dabei, mal wieder mal eine Runde Lava aufzufüllen. Da würden wir sonst noch minimal das weitermachen, aber ich glaube, ich werde das auch noch mal hier vielleicht 1, 2, einmal vielleicht auch mal zu basteln. Ich nehme jetzt die Tankzähne mit. Und die eben noch dessen gehabt, der. Weil ich nur schnell auf die Teile auffüllen. Das ist eigentlich auch schon fast das letzte Mal ist. Lass wir hier die Lava manuell auffüllen. Soweit schon. Ja, ich hab mich langsam an die Pumpen. Wenn man es nur privat macht. Ist ja. So. Also das ist halt ist ja bei jedem Let's Player eigentlich ja fast so. So. So, voll lauter hat's ja voll. Obsidian jetzt meine Kiste hier. Obsidian Dust. Machen wir schon mal den ersten schon Hard Class jetzt mal raus. Ich brauche jetzt auch noch ein bisschen Silber und Gold wieder. Will ja auch selber noch mal minimal noch mal nett. Und dafür bin ich jetzt hin für die Energy Tesserates. Was brauchst du noch? Na, vielleicht meine auch bald, vielleicht auch gleich noch solche. Dann Tesseracts. Ich meine, Energy. Tesseract, ich meine, Energy, Energy Cell. Ich hab noch ein paar Wünsche. Wie viel? Das ist gar nicht mehr genau. Ah, ne, es war ein zu viel Silber. Schön.
ist nicht mehr die Linde von. So. 16 hat Klaus. Das ist bloß ausreichend. Das waren nie so viel. Oh. So, Elektrum in der Tramme dann auch da wohl zu einem Übel. Null. Null. Okay. So. Okay, ja, das waren 5. So, 4 fällt mir noch ein. So, haben wir noch die und das? Ja. Um 8. So, ist der Elektronik. Elektroniert. Okay, die Pumpen. Teile arbeiten noch vielleicht gut dafür. So.
was hat sich schneller durchstuhlt als der Rüst? So, 1000 Meter wird der ist auch schon durchschmelzen hier. Das war Schleckmaschine hier rein, ja. Dann wohl halt. Ne, braucht das auch wohl 1000. Schlitz auch bei 1000. Steht jetzt nicht, ne? Ja, schauen Sie, hat das bei der immer auch 1600 Mini. Da 1000 Mini Budget. Na, was haut man aber rein? Das sind nämlich jetzt doch mal, wie gesagt, einmal abgeschmeißt. Das geht ja nur so ein bisschen mitnehmen. Zu schnell. Das haben wir. Okay, 400. Liebe Güte, ist es ja, ne? Ja, ich wollte das gleich. Ja. Dann bastel ich doch schon mal jetzt die anderen. Was aber ist, für die brauchen wir mal alle eigentlich einen. Ah ne, für dich brauchst du mal einen Tube. Okay. Soll ich davon zweimal erstmal? Erstmal in den Deckraum rein hier. Also. Ah. Oh, nee. Okay. So. Vier davon. Glas müsste noch vier liegen. Verdammt. Da war noch. Letzter Teil. Ja. Egal.
die brennen sie mir noch öfters. Also die ja noch mehr davon ja noch wissen, nur was schlimmsten müssen. Also hier, wir brauchen noch mehr Extruder, also da drin ist sie ja los. Okay. Was brauchen wir sonst noch? Tin, Silber, Kopper. Und so zweimal Kopper. Zweimal Tin. Zweimal Silber. Was braucht der Energy Tesseract? Nochmal zweimal Silber und zweimal Lead. Also mit zwei in der Sicht. Und jetzt haben wir noch das Tin mit der Silberhülle. So, only the Tesseracts. Jetzt haben wir die beiden Tesseracts haben jetzt vollständig. Um sozusagen jetzt die Pumpen mit Energie zu besorgen und alles und dran. Aber wir brauchen ja noch die Pumpen. Was, wenn wir noch einen Tank, okay, oder was haben wir das? Da haben wir schon jemanden in Welle. So, jetzt haben wir die zwei Tanks und die Manuel und die Pumpen. Haben wir die zwei Pumpen, die zwei Tanks, die zwei Tassen. Also wir haben alles um uns eigentlich jetzt dann mal bald alles zusammenzuschließen. Was nur noch fehlt ist Holz. Um da alles aufzubauen. Aber was aber ist, wie wir das dann weiter designen und weitermachen, werden wir dann wohl in der Aufnahmesession wohl noch haben, wenn dann die anderen wieder dabei sind. Halleluja. Ja, das ist dann so die letzte Folge jetzt von diesem Aufnahmesession-Teil jetzt gewesen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.